Kann man nach so einem aufregenden Wahljahr, wie es die Genossen 2013 erlebt haben, wirklich einen Abend lang die Politik mal ganz außen vor lassen? Sie einfach so an der Garderobe abgeben wie den Mantel oder die Jacke? Wir machen die Probe aufs Exempel, bevor es gleich richtig losgeht. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht drum herum kommen, aber... Wie schwierig. Naja, gute Frage, gell? Ja, ist nicht schwierig. Man kann schon über Politik immer reden. Vor allem wir von der SPD. Geht es uns auch gut zur Zeit? Kann man drüber reden, braucht man sich nicht schämen. Ich glaube, das wird ziemlich schwierig zu sein, dass man über Politik nicht so reden kann. Jetzt gerade, wo der Kommunalwahl vor der Tür steht. Für mich ganz einfach. Wie machen Sie es? Ich sag nichts. Okay, man kann. Doch einfach scheint es nicht. Vor allem, nachdem der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer in dieser Woche mal wieder scharf geschossen hat. Stichwort Armutsmigranten. Und das, obwohl die Große Koalition doch gerade mal ein paar Wochen alt ist. Ja, das war natürlich klar, dass das nicht so harmonisch bleibt, wie das die letzten Monate auch gewirkt haben muss. Ich persönlich kann die Äußerungen nicht ganz nachvollziehen. Ich finde, in dieser ganzen Frage nach der Armutszuwanderung, da muss man die Debatte versachlichen. Da bringt es nichts, irgendwie populistische Sprüche rauszuhauen. Und das sollte Herr Seehofer eigentlich ganz genau wissen. Also ich würde sagen, dass das eine bedauerliche Redewendung von Seehofer ist. Er ist allerdings bekannt für häufig ändernde Meinungen. Und vielleicht führt es dazu, dass er auch diesbezüglich wieder seine Meinung ändert. Das war nicht in Ordnung. Und es wirft ein schlechtes Licht auf Deutschland. Und es beweist ja schon, dass die deutsche Industrie und die deutschen Betriebe sagen, lasst bitte die Finger davon, redet nicht drüber. Wir brauchen diese Zuwanderer. Ach, Herr Seehofer hat schon viel gesagt und ist dann wieder zurückgerudert. Wieder ein Slapstick à la Seehofer. Nun denn, es wird sich zeigen, inwiefern diese Äußerungen der CSU bei den Kommunalwahlen 2014 bzw. den Europawahlen schaden oder nützen werden. Für ihn dürfte die kommende Wahl in Straubing besonders spannend werden. SPD-Oberbürgermeisterkandidat Fritz Geisperger. Nach 12 Jahren als Stadtrat will er es heuer wissen. Einen leichten Gegner hat er sich mit Oberbürgermeister Markus Pannermeier allerdings nicht ausgesucht. Ja, also leicht ist sowas nie, aber Chancen gibt es immer und man hat ja gesehen, dass die Straubinger sehr mutig sein können und auch mal einen Oberbürgermeister abwählen und von daher sind die Chancen gar nicht so schlecht. Man sieht, die Politik lässt einen auch am Ballabend nicht los. Doch werfen wir zur Abwechslung mal einen Blick auf die Tanzfläche. Mal schauen, wer dort auf dem Parkett die bessere Figur macht. Wer von Ihnen beiden ist der bessere Tänzer, Ihre Frau oder Sie? Ich denke, wir sind nahezu ausgeglichen, weil wir uns schon in mehr als jetzt schon 45-jähriger Ehe so gut eingetanzt haben, dass jeder den Schritt des anderen kennt. Aber sonst wäre es meine Frau. Wer ist denn der bessere Tänzer von Ihnen beiden? Mein Mann. Das hat er aber anders gesagt. Ja, ja. Na, weil er führt mich so gut, dass ich gut tanzen kann. So ist es bei uns. Damit bleibt die Harmonie gewahrt. Und das ist schließlich das Wichtigste an so einem Ballabend, der in diesem Jahr unter dem Motto 1001 Nacht stand. Wohin die Reise 2014 geht? Wir werden es sehen bei den Kommunalwahlen am 16. März 2014.